Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, wir sind hier auf der Tempest, unserem Aufklärungskreuzerschiff etc., wie ihr es auch immer nennen wollt. Ja, wir gucken uns das Schiff hier noch ein bisschen zu Ende an und dann soll es auch endlich soweit sein. Dann wollen wir auch endlich mal landen und ein Aufzug. Okay, ich ahne Schlimmes. Hi, dich kennen wir ja schon. Vielleicht können wir noch ein bisschen mit dir talken. Frachtsicherung und ich überprüfe, ob alles an Bord ist. Alles da? Die Brücke meldet, es kann losgehen. Na schön, finde ich gut. Ah ja, aber zur Brücke gehen wir später noch. Hier ist ein Aufzug. Kann man rufen. Bringt uns das was? Könnte man eine Etage höher, aber da oben waren wir doch schon, oder? Benutzen. Mhm. Okay, alles klar. Ja. Okay, ja. Ja, okay, was hat das der Aufzug jetzt gebracht? Jetzt sind wir hier oben, alles klar. Und kommen wir hier irgendwie weiter, oder? Was ist das hier? Ah, hier ist das Forschungszentrum. Ach, jetzt sind wir hier. Vorher kamen wir da nicht rein. Hä? Oder kamen wir hier vorher rein? Nein, hier kamen wir vorher nicht rein. Hier geht's, das ist ein Einweg, oder was? Mann, das ist hier voll ab. Das Blöde ist ja, wir müssen die Leiter jetzt nochmal runter hier. Denn da unten ging es ja noch weiter. Unten gab es noch ein paar andere Räume. Deswegen gehen wir da auf jeden Fall nochmal runter. Und ich will auf jeden Fall auch unsere Kapitänskabine mal sehen. Denn angeblich gibt es eine hier. Denn als wir in der letzten Folge in diesen Schlafräumen waren, wurde uns quasi gesagt, ja, das ist ganz nett hier und so weiter, aber die Kapitänskabine ist auf jeden Fall geiler. Und hier ist die Essen. Ja, natürlich. Der Essensraum und hier liegt auf einmal eine Avenger rum. Geil. Ein Avenger-Sturmgewehr. Geil. Das ist natürlich typisch für unsere Crew. Oh, und Andromeda-Initiative. AI. Ja, das ist natürlich logisch. So, hier waren wir schon. Hier ist die Kryostation. Nicht Kryostation. Die Arztstation, oder wie man sie auch immer nennen will. Gehen wir mal wieder hier runter. Dann soll es hier noch zwei andere Räume links und rechts geben, ne? Ja, okay. Hier sind wir mit dem Lift hochgegangen letztes Mal. Ryder. Cora, die haben wir auch noch nicht geredet. Letzte Befehle, Flugplan, Kommandozugriff. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Noch nicht, aber bald. Keine Sorge. Dann mir fehlt immer noch die Kapitänskabine. Das kann sie auf jeden Fall nicht sein. Was ist das denn hier? Die Fußball-Ecke oder was? Was läuft denn hier? Ah. Scheint ein Standby-Bildschirm zu sein. Alles klar, okay. Hier kann man nicht rein. Nee. Ja, doch, kann nur rein theoretisch, aber bringt uns rein theoretisch nicht. Hier haben wir eine Lampe. Das ist ja sehr primitiv, muss ich schon sagen. Also ich habe mir anders vorgestellt. Was ist das denn? Sieht aus wie der Energiekern oder etwas in der Art. Oder keine Ahnung, irgendwas krasses halt. Irgendwas sehr Wichtiges, was nicht beschädigt werden soll. Was trotzdem ein bisschen klumpiger aussieht. So, dann gehen wir mal hier hinter. Nein, den Lift brauchen wir diesmal nicht. Mir fehlt immer noch meine Kapitänskabine, ohne Scheiß. Ist das ganze Zeug? Das ist aber auch das komplett gleiche wie auf der anderen Seite. Was war das bitte für eine Ecke da drüben mit dem Fernseher oder mit dem Bildschirm oder was auch immer? Finde ich komisch. So, dann werden wir auf jeden Fall hier wird es rentierisch auch noch reingehen. Okay, dann gucken wir da noch einfach mal rein. Geht auf, krass. Und das gleiche. Was ist denn hier? Nee, von hier sind wir gekommen. Alles klar, okay. Okay, dann werden wir jetzt, davon war auch schon drin. Dann werden wir jetzt hier lang gehen. Was ist das hier? Das ist das Quartier des Pathfinders. Ich dachte, Ihr ich Quartier. Sams Router ist auch da unten. Alter. Das ist schon episch. Ne, wer hätte nicht so eine Suite auf so einem geilen Schiff? Alter, das ist ja wirklich eine Präsidentensuite. Guckt euch das Bett an. Also dem Bett kann man jegliche Arten von Sport durchführen, wenn ihr wisst, was ich meine. Musik. Was? Ich kann... Sind das Musiktitel? Wir checken mal kurz. Nee, könnte geil sein. Warte mal, Musik. Was klingt denn geil? K-A-B-A. Das könnte auch geil sein. Tönt mich auch noch nicht an. Sensitive Life. Ach komm, noch kann man das. Was ist das denn hier? Eine Garderobe. Wir können uns hier umziehen, ehrlich? Lange Ärmel, kurze Ärmel, Jacke. Na komm, wir gönnen uns eine Jacke. Einfach so, wenn wir es können. Krass. Autotönung, was? Hä? Automatisch eingefärbt. Eigene Töne. What? Wie geil ist das denn? Krass. Outfitfarbe 1. Was ist das genau? Das ist...
Ah, ich sehe schon, ja. Ich würde gerne eine Mischung machen. Ich würde eigentlich schon gerne auf Schwarz bleiben, weil ich Schwarz geil finde. Schwarz-Rot finde ich schon sehr, sehr geil. Obwohl, weiße Elemente wären auch ganz krass. Ich glaube, wir machen weiße Elemente. Auch die Farbe 2, das ist das hier. Dann machen wir mal komplett schwarz, weil das einfach geil aussieht. Das ist doch die Großplatte, ne? Wir könnten es auch komplett weiß machen. Das wird auch stylisch aussehen. Ah. Alla. Okay, wir fliegen in dieser Folge noch auf den Planeten. Keine Sorge, Leute. Das muss jetzt sein. So, und das ist rot. Das machen wir knallrot. Komm, gib ihm. Alla. Ne, das ist zu knall. Das muss dunkler werden. Ja, nicht zu dunkel, aber schon ein bisschen kräftiger dunkel. So, passt. Musterauswahl. Aha. Sehe ich das Muster irgendwo? Ich finde nicht wirklich einen Unterschied, aber egal. Musterfarbe vielleicht eine andere festlegen. Halte ich nicht, weil ich keine Muster ausgewählt habe. Ja, alles klar, egal. Outfit Farbe 2 könnte man rein theoretisch noch auf weiß ändern. Würde rein theoretisch auch sehr, sehr geil aussehen. Mann, ich bin so fucking unschlüssig, ne? Weiß würde auch so stylisch aussehen. Ich meine, es kostet uns ja gerade nichts, also testen wir einfach mal durch. Grün wäre natürlich auch mega krass. Alter, das grüne Outfit, Alter. Es würde aber sogar geil aussehen, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Blau natürlich auch. Blau ist ja wirklich so aquamäßiger. Lila. Hätten wir jetzt eine Frau, könnten wir lila spielen. Oder sogar pink, wenn wir das wollten. Alter, ein pinker Suit. Das wäre was für unsere Schwester. Oder wenn wir einen weiblichen Charakter spielen würden. Aber nein, tun wir ja nicht. Deswegen gehen wir einfach mal wieder zurück auf Rot, würde ich sagen. Rot-Schwarz, das sieht schon sehr geil aus, muss ich sagen. Ein bisschen dunkleres Rot vielleicht. So, hier so. Outfit 2 machen wir wieder zurück auf Schwarz. Das hat einfach besser ausgesehen. Oder Grau. Grau sieht auch sehr geil aus, karbontechnisch. So ganz schwarz, ich weiß nicht. Ich will jetzt eine komplett rot aussehen. Einfach mal so. Just for fun. Nee, komplett rot sieht scheiße aus. Muss ich schon so ganz ehrlich sagen. Komplett rot sieht näh aus. Das können wir nicht machen. Wir machen einfach mal komplett schwarz. Oder mal so ein bisschen. So grau. Graustich. Ein dunkles Grau. Was das Muster bewirkt, weiß ich immer noch nicht genau, ne? Wenn wir mal so reinmachen und dann Muster mal in weiß ändern. Dann sieht man vielleicht ein bisschen mehr davon. Ah, das ist das Muster, alles klar. What the hell? Also, krass. Also, wir können uns hier drehen. Von hinten werden wir uns öfters sehen, deswegen gucken wir mal von hinten. Das ist schon geil, ne? Ohne Scheiße, ich teste das jetzt. Musterfarbe machen wir wieder auf schwarz. Das sieht schon geil aus. Ne, schwarz sieht man nicht wirklich viel, ne? Wir könnten so rot machen. Sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Weißen würde natürlich auch sehr stylisch aussehen. Ich bin so unschlüssig, Mann. Aber das ist meiner Meinung nach too much, oder? Ist das nicht too much? Das wird noch. Ich krieg das noch hin heute. Keine Sorge, Leute. Wir können das so grau machen. Oder wir machen das wirklich weiß. Aber dann anderes Muster. Wir werden auf jeden Fall irgendwann noch andere Muster freischalten. Bin ich ziemlich sicher. Nur die Schnallen. Oder das hier. Wir gar nicht. Jetzt haben wir nehmen die Schnallen. Das sieht ganz geil aus. Machen wir so. Krass. Jetzt haben wir einen krassen Suit. Finde ich schön. Wir haben jetzt auch die Jacke an. Finde ich geil. Oh, ein Flatscreen. Geil. Was ist das denn? Ist das unser System, wo wir gerade sind? Oder ist das einfach nur irgendein System, der gerade hingepafft? Wir fliegen noch in dieser Folge auf den Planeten, Leute. Keine Sorge. Und weil es das Ende der Folge ist, das kriegen wir hin. E-Mail-Terminal. Interviews. Von Carrie T. Wesser. Hallo Pathfinder, ich bin eine unabhängige Dokumentarfilmerin und könnte bei meinem aktuellen Projekt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird von historischer Bedeutung sein, hoffe ich, genau wie Ihre Mission. Können wir uns zu einem Gespräch auf dein Nexus treffen, dann kann ich Ihnen alles viel besser erklären. Ja, können wir bestimmt irgendwann. Sam. Ich überprüfe meine Verbindung von der Hyperion zur Tempest. Die Nexus bestätigt, dass wir Startfreigabe haben. Ja, haben wir. Keine Sorge, das kriegen wir noch hin. Was ist das denn hier? Also, das... Hä? Das ist die Nexus? Das da draußen ist die Nexus, wirklich? Oder was ist das da draußen? Das ist die Nexus, krass. Schön. Okay, Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein für diese Folge. Nein, natürlich nicht. Die fliegen jetzt auch auf den Planeten.
Wie sich das in den letzten zwei Folgen schon hinzieht, ne? Das ist schon krass. So, wir müssen nach oben. Da oben erscheint die Kommandobucht. Unsere Kabine ist wirklich direkt unter der Kommandobucht, ehrlich. Krass. Krass, krass, krass. Dann werden wir mal die Leiter hier emporsteigen und dann mal zur Kommandobrücke gehen. Und da mal gucken, ob wir da manuell steuern können oder wie das jetzt genau abläuft. Ob das so läuft wie in Mass Effect 3, 2, 1 oder also der alten Trilogie oder ob da jetzt was Neues auf uns wartet. Ich bin gespannt. Hi. Abflugvektor ist festgelegt, Nexus-Kontrolle. Ah, ich sollte mich vorstellen. Hallo, Jeff. Und Sie müssen Ryder sein. Es ist mir eine Freude, hier zu sein und Sie kennenzulernen, natürlich. Ich werde die Tempest auf Ihre Befehle hin steuern. Sie ist ein wundervolles Schiff. Trotzdem brauchen wir einen Pathfinder, der uns durch Helios führt. Ja. Ich werde uns von Problemen fernhalten. Ich arbeite mich noch ein. Wir werden uns auf jeden Fall nicht von Problemen fernhalten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen wähle ich einfach mal, wir arbeiten uns noch ein. Das ist alles noch neu für mich, Pathfinder zu sein, ein Schiff zu kommandieren. Sie kriegen das hin. Mit dem Schiff kann ich Ihnen helfen. Ich kannte die Tempest schon, als sie noch ein Bauplan war. Oh. Ich war Testpilot für die ersten Prototypen der Tempest. Mir juckt es in den Fingern, sie da draußen in Aktion zu erleben. Also, wie kann ich... Die Konsole synchronisiert sich mit Ihrem Implantat. Sie müssen nur wischen und hier ein Ziel berühren. Das NAV-System berechnet dann alles. Äußerst effizient. Es wurde für einen Pathfinder optimiert. Vorkehrungen sind abgeschlossen. Bereit? Kann man für sowas Großes überhaupt bereit sein? Unsere ganze Reise ist etwas Großes. Das mag stimmen. Scheitern ist keine Option. Das stimmt natürlich, aber wir bleiben positiv. Wir brauchen jetzt eine wirklich gute Ansprache, um unser Team richtig heftig zu motivieren. Unsere ganze Reise ist etwas Großes. Allein die Reise nach Andromeda war schon ein großer Schritt. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Steuerungszugriff wurde erfolgreich übertragen. Die Wissenschafts- und Überwachungsstationen sehen gut aus. Lexi gibt grünes Licht. Das Steuer ist frei. Gil meldet, der Antriebskern ist online. Es ist soweit, Ryder. Die Tempest gehört Ihnen. Möchten Sie vielleicht noch etwas sagen? Fürs Logbuch? Fürs Logbuch? Ach nein, jetzt müssen wir wirklich sowas treffen. Mann, träumen Sie weiter von einer Heimat. Wir schaffen das schon. Die Hoffnungen der Nexus ruhen auf uns. Nein, machen wir uns auf den Weg. Komm, nee, kein Bock. Träumen Sie weiter von einer Heimat. Ich nehme immer die Herzentscheidung, ne? Das ist krass. Aber es ist einfach mein Stil, so ein Spiel zu spielen. Wir alle hofften auf eine goldene Welt und wurden enttäuscht. Aber halten Sie an diesem Traum fest. Wir können ihn wahr machen. Nexus-Kontrolle, hier spricht die Tempest. Identifikation 2527, bereit zum Start. Abflugvektor bestätigt, Tempest. Viel Glück, Pathfinder. Krass, und wir haben wirklich wieder diese Sternenkarte. Das finde ich ja mal sowas von geil. Das war eines der Dinge, nach die... Nach Eos. Das wäre unser Habitat 1 gewesen. Ja, zwei gescheiterte Außenposten haben dieser Idee ein Ende bereitet. Vielleicht können wir das Blatt wenden. Kello, bringen Sie uns hin. Pfeifer. Das war eins, was ich an der. Das war ja eine Sache, die ich an Mass Effect, also der alten Trilogie, so mega geil fand. Hieß wirklich ein schwarzes Loch. Inmitten des Helios Clusters. Ne, das ist nicht mal der Helios Cluster. Ist das wirklich Andromeda? Ne, das ist der Helios Cluster. Das ist wirklich der Helios Cluster hier. Seit wann ist ein Cluster so aufgebaut wie eine Spirale? Ein Cluster ist doch nicht so aufgebaut wie eine Spirale normalerweise. Das ist eine Galaxie, die normalerweise aufgebaut ist. Also ich bin jetzt kein Astrologe oder so, aber... Joa. So, ich fahre einfach mal hierher. Nach Habitat 1, Eos. Ich bin echt gespannt, wie dieser Planet aussehen wird. Denn es könnte sich um einen dichten Dschungel handeln. Es könnte sich um eine Eiswüste handeln. Es könnte sich um eine Sandwüste handeln. PCS. Habitat 1 der Andromeda-Initiative. Bezeichnung Eos. Geil. Es sollte ein einfacher erster Schritt sein. Nur leider ist niemand außer uns aufgetaucht und wir wurden vermöbelt. Zweimal.
Wieso hat Sam die Frequenzerfassung geändert? Was hören wir, Sam? Da ist ein Signal, Pathfinder. Ich empfehle eine sofortige Untersuchung von EOS. Ja, das ist wirklich nur ein System und hier gibt es einfach mal 6 Planeten. Das finde ich geil. Wir werden auf jeden Fall eine Menge Planeten haben, die wir erkunden können. So, einfach mal ab nach EOS. Wir landen. Ne, wir landen nicht. What? Ich bin nach EOS. Anomalie auf den Sensoren. Okay, so sucht man daran. Alles klar, okay. Ja, Alter, wie geil das einfach ist. Das sieht aus wie ein Wüstenplanet oder wie ein Steinplanet, der komplett zerstört ist. Ein bisschen aus wie der Mond, nur ein bisschen blasser. Besser gesagt, ein bisschen bräunlicher, sagen wir mal so. Scannen. Alles klar. Ein identisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden. Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Cat treffen. Landezone auf EOS. Bestätigung. Möchten Sie vom Bord der Tempest gehen? Ja! Ja, verdammt! Die letzten 3 Folgen schon. Oh, jetzt können wir uns das aussuchen. Okay, geil. Ablegen. Was haben wir denn noch rein, theoretisch? Haben wir... Ich will ein Präzisionsgewehr haben, verdammte Scheiße. Mann! Sturmgewehre. Wir haben ein Sturmgewehr, ne? Die haben wir aber schon ausgerüstet. Schrotflinten. Schrotflinten fände ich geil, wenn ich ganz ehrlich bin. Mit der Pistole kann man eh nicht so viel ausrüsten. Was wollen wir bitte mit so einer kleinen Pistole? Ich meine, wir nehmen die großen Wummen mit. Wir nehmen eine Schrotflinte. Später werde ich auf jeden Fall auf Sturmgewehre setzen und auf Scharfschützengewehre. Haben wir hier Mods? Keine Mods verfügbar. Alles klar. Mods. Oh, geil. Packen wir drauf. Haben wir noch was? Nein. Da hatten wir wirklich nichts. Haben wir noch andere Schrotflinten rein, theoretisch? Ne, wir haben nur die eine, ne? Pistolen haben auch nur die eine. Sturmgewehre. Und Sturmgewehre auch nur, ne? Ja, okay. Präzisionsgewehre haben wir gar keine. Was ich traurig finde. Ich will Sniper. Mann, so. Da, was? Freigeschaltet durch Kampffitness 3. Zusatzhals. Kampffitness 5. Wir müssen auf jeden Fall Kampffitness leveln. Ich sehe das schon. Denn das. Kraftaufladetempo. Krass. Minus 37, weil das schwere Waffen sind anscheinend. Okay. Aber auf jeden Fall. Nee, das lassen wir so. Außer bestätigen, ja. Wir werden auf jeden Fall Kampffitness leveln. Denn ich will mehr Waffen bei. Bin soweit. Ready, Freddy. Hoffe, das gilt für uns alle. Was? Ready, Freddy? Geil. Kello? Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Multisensorischer Neuralabgleich. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahr die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten. Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns. Sie hatten EOS abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Tut mir leid. Alles okay? Es ist mein Job als neuer Pathfinder. Ich bin bereit fürs Abenteuer. Das sind wir auf jeden Fall. Mach mit Ungewissen ein Ende. Das wärst du professionell. Ich nehme nie professionelle Antwort. Ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht der Typ für dieses hochmilitärisch-professionelle. Ich weiß nicht. Der Tod meines Vaters verfolgt mich. Ja, nein, ich will jetzt nicht wieder über meinen Vater reden. Das soll ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich will nicht die ganze Zeit wie so ein Waschlappen über meinen leider toten Vater reden. Es ist mein Job als Pathfinder. Ich bin bereit fürs Abenteuer. Das sind wir auf jeden Fall. Wir müssen die Vergangenheit vergessen. Oder besser gesagt, nicht vergessen, aber auf jeden Fall damit abschließen. Und uns auf die Zukunft konzentrieren. Und uns auf unsere Aufgaben zu fokussieren. Ich bin bereit fürs Abenteuer. Genau das hier wollten wir. Eine neue Galaxie. Ein neues Schiff. Es wird Zeit, sie endlich einzuweihen. Pathfinder, die Tempest ist soweit. Wir können... Gehen wir runter. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder hören wollte. Könntest du
so viel mehr von mir hören, Baby. Na komm, lassen wir das. Endlich geht es runter. Auf einen mies ausgefüßten Planeten. Schilde halten, passe den Vektor an. Wir schaffen das, oder? Jetzt mal so optimistisch, wir schaffen das. Und dann noch so, oder? Und dann doch schon, oder? Verdammt! Da, setzen Sie uns bei diesem Nervpunkt ab. Geil. Wir sind gelandet. Und wir machen keine Fußspuren. Soll man da überhaupt anfangen? Traurig. Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von Eos blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindseliger Auseinandersetzungen unvollendet. Und ohne Pathfinder. Wenn Eos so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Wir könnten es mit der Antenne des Außenpostens orten. Schalten wir den Strom wieder ein. Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass es in diesen Bedingungen nicht standhalten kann. Sie hatten keinen Pathfinder. Jetzt haben Sie einen. Wir... Ich komme zurück! Ja, mal kurz das Gespräch unterbrochen hier. Denn das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Wir sind durch. Die Folge ging schon wieder mal viel zu lange, aber ich habe es absichtlich so lange gezogen, weil ich endlich mal mein Versprechen wahrhaben wollte, dass wir auf dem Planeten landen. Jetzt sind wir hier gelandet, auf einem Wüstenplaneten namens Eos. Und der Lensflare ist einfach mal krass. Das ist wirklich eine Stärke der Mass Effect-Spieler und allgemein BioWare-Spielen. Die krassen Landschaften. Das war immer Mass Effect-Stärke. Und ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall mal diese Tür da vorne untersuchen und mal gucken, wie es hier mit dem Strom aussieht. Ob wir eben mal eine Energiezufuhr an den Mann kriegen und wie es hier auf dem Planeten allgemein so aussieht. Denn die Planeten sind riesig und es gibt einen Haufen Planeten. Wir werden sie alle erforschen und ich bin echt gespannt, wie es in dieser Story weitergehen wird. Leute, ich hoffe, ihr begleitet mich dabei bei dieser Story. Und dann bleibe ich wie immer mit einem Ray und sag ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da und auch ein nettes Kommentar, Leute. Ciao! Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.